T'as déjà fait, là? Non, dans deux, trois films. Bevor wir mit dem nächsten Sketch anfangen, wollte ich mich nochmal ganz viel bei Miriam bedanken. Sie hat so viel Herzblut in diesen Film reingesteckt und das ist wirklich unglaublich. Ja, jetzt kommen wir zu der Antwort auf eine Frage, die wir uns sicherlich schon alle gestellt haben. Egal, ob Sie jetzt selber Lehrer sind oder Schüler oder auch Eltern, denn Sie alle hatten mal Lehrer irgendwann in Ihrem Leben. Und Sie haben sich sicherlich schon gefragt, wie waren diese Lehrer, als Sie selber Schüler waren? Waren Sie wirklich die Musterschüler, die Sie immer von uns fordern? Nein. Also, die Antwort liefert jetzt ein Film. Voici la réponse à laquelle nous avons si longtemps attendu l'enfance de nos professeurs. Amusez-vous bien pendant le sketch Lehrer als Kinder. Also natürlich kein Film. Guten Morgen! Morgen! So, schaut immer, wer heute alles da ist. Marie-Louise Bartmann? Ja, hier! Frank Beutel? Schala! Laurent Charenton? Il dort! Catherine Gouriou, hier. Caroline Husson, oui. Flavien Le Boutet, présent, madame. Wolfgang Schneider, anwesend. Michel Romer, présent. Oui, donc en fait, on a un énorme problème avec la vente de gâteaux. Pas de date. Je sais pas comment faire. Ich habe eine Idee, wie wir das lösen können, und zwar mit GeoGebra, und es ist sogar kostenlos. Nee, dann haben wir jetzt eine Lösung fürs Problem, dann können wir mit dem Unterricht anfangen. Oh Mann, also Frank und Laurent, die beiden können die Finger echt nicht vom Gras lassen, Mann. Wenn ihr nicht immer die Drogenprävention spenden würdet, ja? Also dann wüsstet ihr, was die echten Probleme sind, da gibt es so viel, ja? Also Panik, Angst, Verwirrtheit, Filmschüsse, Herzrasen, Übelkeit, Schwindel. Danke. Und so weiter und so fort. Kreislauf, Cola. Ich glaube, es kommt. Sprechen wir mal anders. Sehr wichtiges Thema, das stimmt, aber das sprechen wir mal anders, ja? Also, ah, madame, j'ai un livre à vous conseiller. Il est vraiment très très bien. Il est pertinent, c'est Sigmund Freud. Il est. Es ist super lieb von dir, aber ich habe von dir schon 50 Bücher auf dem Nachttisch liegen. Also, wegen dem Unterricht nochmal. Ich habe euch Hausaufgaben aufgegeben zum Thema Frauenrecht in Afrika. Ich habe da was ganz Tolles geschrieben, also es ist auch ziemlich lang geworden. Also, das ist eine kreative Aufgabe und das wollte ich einfach mal abgeben. Und ja, ich hoffe, Sie können meine Stimme doch ganz gut lesen. Madame, j'ai un problème. J'ai pas fait mes
travaillé jusqu'à 3h du matin. J'ai fait tous mes devoirs, les devoirs de chimie, de physique, de maths, de bio, j'avais tout. Et ma famille d'Italie est là, chez nous à la maison en ce moment. Et c'est la folie, j'ai pas le temps de faire mes devoirs, je pouvais pas le faire, je suis vraiment désolée. J'avais pas le temps. Ist dir schon klar, dass du jedes Mal so eine Ausrede bringst? Nein. Ich lasse es heute noch durchgehen, aber es ist das letzte Mal, okay? Und der Rest? Und der Rest? Oh mein Gott, ist der süß! Oh, er ist so süß. Also es würde mich wundern, dass es funktioniert. Meine Physikversuche, die funktionieren nie. Also an deiner Stelle würde ich so ein Java-Applet von Leifi-Physik verwenden. Die funktionieren immer. Also um nochmal zum Unterricht zurückzukommen. Wir sind dann die Frauenrechte. Ja, Laurent, madame. J'ai pas mangé depuis 2 mois. Est-ce que je peux manger ma banane, s'il vous plaît? Je me suis dit, tu isst nie was. Immer kommst du mit so einer Ausrede. Ja, esse la banane, ich will dir nicht stürmen, aber. Ja, ganz ruhig. J'aime bien les Madame, yeah. En fait, il y a des intérêts particuliers, mais il faut aussi prendre en compte les intérêts en commun. Et je trouve que c'est un fruit d'une longue histoire. Et je pense avant de commencer à analyser tout ça, il faudrait d'abord définir qu'est-ce que c'est les droits de femmes. Non mais ma mère, je n'ai pas de ton avis, hein, parce que je pense qu'on répondre à une question comme ça, je ne peux pas prendre la philosophie comme. Wussten Sie schon, dass das gesamte Goldvorkommen der Erde in ein Schwimmbad wie das Westbad passt? Das ist doch Quatsch halt. Also.